In den folgenden Minuten geht es um La Transición. Das ist Spaniens Übergang von der Franco-Diktatur in die Demokratie. Hinsichtlich der zeitlichen Einordnung sind sich die Historiker nicht ganz einig. Klarheit besteht beim Anfang, das war der Tod von Francisco Franco 1975. Aber das Ende wird datiert entweder auf 1978, Spanien erhält eine Verfassung, 1981, ein Putsch von Frankisten konnte abgewehrt werden, oder 1982, die unter Franco verbotenen Sozialdemokraten gewinnen die Parlamentswahlen. Nun aber zum Hintergrund und zur Vorgeschichte. Von 1936 bis 1938 tobt der spanische Bürgerkrieg, den am Ende die Nationalisten oder Frankisten gewannen. 1936, während dieses Konfliktes, erklärte sich Franco zum Caudillo, also zum Führer oder Anführer. Der Krieg endete am 1. April 1938, die letzten Republikaner kapitulierten und Franco erklärte den spanischen Bürgerkrieg für beendet. Ab diesem Datum herrschte Franco über Spanien als Diktator und unterdrückte demokratische Bewegung. 1947 wurde Spanien dann offiziell wieder ein Königreich, hatte aber keinen König. Franco war Diktator, herrschte vielleicht wie ein König, war aber kein König. Franco bestimmte dann 1969, dass nach seinem Tod Juan Carlos de Borbón König von Spanien werden sollte. Juan Carlos trat dann auch öffentlich auf und unterstützte das Franco-Regime. Aber er unterhielt auch geheime Kontakte zu liberalen Kräften. Dies wurde Franco auch zugetragen, aber er hielt an Juan Carlos fest. Ab 1969 verschlechterte sich dann auch der Gesundheitszustand von Franco zunehmend und es ging 1975 rapide bergab. Am 30. Oktober übergab er die Regierungsgeschäfte an Juan Carlos. Nun zum eigentlichen Prozess der Transition. Franco starb am 20. November 1975. Zwei Tage später wurde Juan Carlos zum König proklamiert und erhielt eine sehr mutige Thronrede. Er bekannte sich zwar zum frankistischen Regime, zur frankistischen Tradition, forderte aber auch eine freie und moderne Gesellschaft. Ferner muss erwähnt werden, dass die frankistische Regierung unter Premierminister Carlos Arias Navarro im Amt blieb. Das dauerte aber nicht so lange, denn die Proteste gegen die frankistische Regierung wurden größer und Juan Carlos drängte Arias Navarro zum Rücktritt. Nachfolger wurde Adolfo Suarez, der hatte auch unter Franco Karriere gemacht, war aber bereit, das politische System umzuwandeln. Und das gelang ihm auch. Es gab Kontakt zur Opposition, Parteien wurden wieder zugelassen und das freie und gleiche Wahlrecht wurde eingeführt. So kam es dann auch zu Parlamentswahlen 1977, aus denen konservative Frankisten, Sozialdemokraten und Kommunisten als Stärksparteien hervorgingen. Dieses Parlament arbeitete eine Verfassung aus, die Spanien wieder zu einer Demokratie, zu einer konstitutionellen Monarchie machen sollte. Diese Verfassung wurde dann ratifiziert in einem Referendum durch das Volk mit 88% Zustimmung am 6. Dezember 1978. Wenig später unterschrieb Juan Carlos die Verfassung und damit war Spanien nun wieder eine Demokratie, Spanien war wieder eine konstitutionelle Monarchie. Doch die Probleme, denen sich Spanien gegenüberstand, wuchsen. Es gab wirtschaftliche Schwierigkeiten, der baskische Ether-Terror intensivierte sich und die politisch-gesellschaftlichen Gräben wurden tiefer. Zu erwähnen ist, es gab schon einen Putschversuch 1978, der schlug aber schon in Anfängen fehl. In dieser schwierigen Situation aber trat Suarez zurück, da er keinen politischen Rückhalt mehr hatte. Es sollte ein neuer Premier gewählt werden, der konnte sich auch im ersten Wahlgang nicht durchsetzen. Das sollte im zweiten Wahlgang am 23. Februar 1981 passieren, wo dann alle führenden Politiker im Parlament zusammenkamen. Das war eine günstige Gelegenheit für einen Staatsstreich und so stürmte Oberstleutnant Antonio Tejero mit 200 Guardias Civil das Parlament. Er übernahm die Kontrolle dort und zum gleichen Zeitpunkt übernahm Generalleutnant Jaime Milans de Bosch die Kontrolle in Valencia, ließ dort Militär aufmarschieren. In Madrid sollte eine Panzerdivision die Kontrolle übernehmen, doch der Kommandeur weigerte sich, an der Verschwörung teilzunehmen. Der entscheidende Moment war wahrscheinlich dann in der Nacht die Fernsehansprache von König Juan Carlos, der in die Uniform des Oberkommandierenden sich demonstrativ an die Spitze des Militärs stellte und den Putsch verurteilte und Gegenmaßnahmen autorisierte. Daraufhin erkannte Jaime Milans del Bosch, das wird nichts mehr. Er gab in Valencia auf und ein paar Stunden später gab dann auch Oberstleutnant Tejero in Madrid auf. Der Putsch war also gescheitert.
Wie eingangs erwähnt, kam es dann 1,5 Jahre später zu Wahlen und die Sozialdemokraten gewannen diese. Spanien war nun eine starke konstitutionelle Monarchie, war eine Demokratie und erlebte eine Periode der politischen und gesellschaftlichen Stabilität. In dieser Zeit konnte sich die spanische Gesellschaft modernisieren und wurde fest in den Westen eingebunden. So trat Spanien 1986 der Europäischen Gemeinschaft bei. Das war La Transición in 5.